Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Fotografieren für Faule, der 5-Minuten-Foto-Podcast, der auch mal durchaus 5 Minuten länger dauern kann. Und zwar heute wieder mit Dieter Bethke und Henrik Rasemann. Wir befinden uns immer noch im Lichtfeldstudio, man kann auch sagen schon wieder, in der Brunsweger Straße in Kiel. Deswegen haben wir auch so schönes Licht hier und wir haben immer noch ein Stativ in der Hand. Und zwar das Gute. Diejenigen, die ja die Folge gesehen haben, wo wir über uns Stative gehalten, unterhalten haben, da gab es ein schlechtes. Was damit passiert? Das ist inzwischen... Ja, du wolltest es in die Tonne werfen, aber ich habe dich abhalten können und es ist jetzt immer noch als abschreckendes Beispiel im Studio da hinten in der Ecke. Fristet es sein Dasein und wird schon mal vorgeholt, um live bei Schulungen, die wir hier manchmal geben, den Leuten nochmal zu zeigen, so hier, fass das mal an und jetzt guck mal hier und so und dann kann man das ganz gut selber beurteilen. Die Leute laufen hier erschrocken durch das dann raus, mehr oder weniger. Die schlafen schlecht, glaube ich, danach. Aber wir haben ja hier den Tröster und das Gerät, das sozusagen alles wieder glücklich macht. Aber, und das fand ich eigentlich ganz faszinierend, du hast es mir vorhin ja schon mal gezeigt, es gibt ein paar Dinge, die man durchaus beachten kann, damit das Ganze auch wirklich Freude macht und nicht nur eben hinstellen und drauf machen und das war's, sondern da kann man noch ein bisschen was bedenken. Ja, absolut, klar. Also selbst wenn man jetzt viel Geld für ein gutes Stativ ausgibt, kann man da immer noch Qualität im Aufbau verschenken, wenn man ein paar grundlegende Tipps nicht beigebracht bekommen hat. Und Verkäufer glänzen meistens nicht so sehr durch Schulungskompetenzen, sondern eben durch Verkaufsgespräch und vielleicht können wir ein paar Sachen jetzt hier klären. Deswegen sind wir ja hier und deswegen schauen die Leute zu. Dann zeig doch mal, hau mal raus. Was haben wir denn da als Wichtigstes? Also das Erste, was einem auffällt bei so einem Stativ, das ist ja aus die Beine, die man ausziehen kann. Na, um sie lang zu machen, damit die Kamera möglichst in Augenhöhe oder so kommt, was man sich vorgenommen hat. Diese Beine, diese unterschiedlichen Teile nennt man Segmente. Und wenn man mal jetzt genau hinschaut, der oberste Teil ist meistens das dickste Rohr. Mhm. Dann kommt ein etwas dünneres und dann ein noch dünneres. Und manche Stative haben 4 Segmente, da kommt dann noch was Dünneres am Ende. Und das sagt einem schon der Menschenverstand, je dünner etwas ist, umso instabiler wird es. Mit anderen Worten, ich möchte bei meinem Stativ jetzt, egal aus welcher Preisklasse es ist, das gilt immer, ich möchte eigentlich das dünnste Segment gar nicht benutzen. Das heißt, ich fange erstmal an und ziehe natürlich die mittleren Segmente bzw. die zweitdicksten zuerst aus und baue mein Stativ auf und gucke dann mal, ob es hoch genug ist. Und wenn es hoch genug ist, super, dann freue ich mich. Ansonsten würde ich dann anfangen, erst im zweiten Schritt die dünneren Segmente weiter auszuziehen. Also wir merken uns, dick ist gut. Das ist Heidi Klum sollte das mal auch mal sich merken, aber für uns auf jeden Fall als Fotografen, je dicker, umso besser. Dickes Rohr beim Stativ ist gut. Ja, jetzt aber wir schauen auch die Kinder zu. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Option, wird gerne beim Verkauf mitverkauft, dass Stative eine sogenannte Mittelsäule benutzen. Also das ist dieses Ding, was man hier ausziehen kann. Das nennt sich Mittelsäule, die sollte man tunlichst vermeiden. Ich habe hier noch eine, weil es nicht anders ging, als ich das Stativ gekauft habe. Am liebsten hätte ich die gar nicht mehr eingebaut und da kann man sich mal Gedanken machen. Also wenn man das Maximum an Stabilität haben will, möchte man ein Stativ kaufen ganz ohne Mittelsäule. Wenn man aber eins erworben hat, so wie ich das eine Mittelsäule hat, dann benutzt man sie tunlichst nicht, weil das ist tatsächlich der instabilste Punkt in so einem ganzen Stativ, auch bei den teuren leider. Also eigentlich Baba, weg. Nee, wollen wir nicht. Okay. Lieber das dünnere Endsegment vom Bein dann ausziehen. Also dick und nicht ausziehen. Du machst so seltsame Zusammenfassungen manchmal, das ist erstaunlich. Ja, ich will das nur für die Zuschauer, dass sie sich das auch gut merken können. Das sind ja Regeln, die wird man nicht vergessen dann. Brücken sozusagen. Ja. Gut, so, zweiter Punkt ist, wenn man so ein Segment auszieht, dann kann man das bis zum Anschlag ausziehen. Ich hoffe, man hat das jetzt auch gehört. Da ist der Anschlag, man hört ihn. Und dann ist hier aber nur noch ganz wenig Überlappung im Rohr. Also das Kleine steckt ja in dem Dicken logischerweise drin. Und dann hat man hier relativ wenig Widerlager. Und dann, gucken, ich glaube, man kann das sehen, wenn man das Ende jetzt beobachtet, dass, wenn ich daran wackele, das wackelt schon. Also ist der Trick, man zieht Stativbeine tunlichst nicht ganz aus, also die Segmente, sondern schiebt sie nochmal so 2-3 Finger breit dann wieder zurück und zieht dann den Verschluss zu. Manche haben jetzt auch so einen Clipsverschluss, das ist auch egal, das gilt für beide. Weil jetzt habe ich hier ein größeres Widerlager und damit ist diese zwei Teile sind jetzt stabiler miteinander verbunden und wenn ich das hinstelle, steht das Stativ logischerweise stabiler. Mhm. Und dasselbe gilt auch für das dünnere Ende, also auch da ganz ausziehen und wieder ein Stück rein. So, und dann aufbauen. Das ist sozusagen der Jack Daniels Trick, give me 2 fingers oder 3 oder was. Also ich weiß nicht mehr, welches Getränk es war, aber... Schöne Assoziation, ja. Ich will ja nur, dass die Leute es sich merken. 3 Fingerbreit bitte, ja genau. Ja, genau. So. Immer 3 Fingerbreit Kiel unterm Wasser oder so ähnlich. Kiel im Wasser. Auf jeden Fall, interessanterweise hast du ja auch noch hier so ein bisschen Stoff dran, ne? Da komme ich gleich drauf. Ah, ich bin schon wieder zu schnell. Cliffhanger in der Folge produziert, sehr schön. Cool. Was noch mit dem Bein zu tun hat, ist, das steht ja irgendwo mit auf dem Boden. Jetzt sind hier in dem Fall sind so Gumminöpsels unten dran, die halt dafür sorgen, dass ich den Boden nicht kaputt mache. Wenn ich zum Beispiel Architekturaufnahmen bei Leuten zu Hause mache, die einen Parkettboden haben, dann würden die sich ziemlich ärgern, wenn ich den verkratzen würde. Also ist hier ein weiches Gummi drunter. Das ist aber schon wieder eine Schwachstelle. Das ist nicht optimal für die Aufstellung. Am liebsten möchte man dann nämlich
wenn man es mitbekommen hat, die eingebauten Spikes verwenden. Das heißt also bei Teppichboden oder wenn man draußen ist, Asphalt, Kopfsteinpflaster oder auf der Wiese, dann besonders gut, weil dann kann man das so ein bisschen sogar in den Boden drücken. Wenn man solche Spikes hat, dann benutzt die bitte auch. Manche Stative haben die zum Rausschrauben. Mhm. Dieses hier ist halt mit so einem Stecksystem gesichert. Diese Gumminupsis am Ende sind suboptimal. Spikes, tolle Sache. Ja, sieht auch gefährlich aus. Also notfalls kann man auch, wenn man sich da irgendwie gegen irgendwie so ein Ungetier dann, also wenn man gerade mal Bären filmt und dann hat man auch noch was, wo man sich notfalls dann vielleicht doch noch rettet. Ich habe mich damit schon mal vor einem Helmkasuar gerettet, ja. Was auch immer das sein mag. Ziemlich großer, böser Vogel, also fast so groß wie ein Strauß. Und wenn du dem in freier Natur begegnest, möchtest du nicht, dass der zu nah kommt. Cool. Und dann konntest du ihn aber, weil er da drauf gespießt war, schon dann in den Grill rein. Aber das sind andere Geschichten. Wir machen hier keinen Gourmet-Podcast. Wir machen ja einen zum Fotografieren. Und jetzt kommen wir endlich zu meinem Lieblingsteil, nämlich hier der Stoff. Dem Dreieckstuch, was da drin ist, genau. Wenn man das Stativ aufgebaut hat, kann man das, das ist übrigens das billigste Teil am ganzen Stativ, das gibt es für unter 10 Euro im geeigneten Fotoversand, der Genieße deine Kamera heißt. Hier kann man einfach dieses Dreieckstuch, also wenn das stabil steht auf dem Boden soweit, dann drückt man die Beine ein bisschen auseinander noch und dann fährt man hier so diese drei Schlaufen sozusagen noch ein bisschen runter, damit da Spannung drauf kommt. Und wenn eben in der Mitte so eine Spannung auf die Beine kommt, die Beine zusammenziehen will, die Beine aber auf dem Boden stehen und nicht zusammengehen können, dann kommt dadurch Stabilität rein. Vor allem, wenn man dann noch hier Gewicht reinlegt. Also man könnte da eine Trinkflasche reinlegen oder eine kleine Fototasche, die man mit hat. Oder sowieso, wenn man zwischendurch mal das Objektiv wechseln will, ist es ganz angenehm, hier so eine Ablagefläche unterm Stativ zu haben, in die man was reintun kann. So, ich baue das jetzt nochmal richtig auf dem Boden, würde ich sagen. Ne? Wobei, manchmal gibt es ja, glaube ich, auch so Stative, wo man hier in die Mitte noch was ranhängen könnte, oder? Ist ja, das nicht auch so für Sandsäcke? Genau, das ist der zweite Punkt, das ist hier auch dran, da ist so ein ausfahrbarer Haken, der ist sehr, sehr praktisch, also wenn ihr vor der Wahl steht, ein Stativ mit oder ohne und es kostet nicht viel mehr, ihr wollt diesen Haken haben, der ist toll, da hängt man nämlich einfach seine Fototasche oder eben einen Sandsack oder was auch immer dran und auch dieses Gewicht nach unten sorgt für Stabilität, was gerade in windigen Situationen extrem hilfreich ist. Mhm. So, sehr schön. Gut, jetzt stellen wir es hin und dann kommt, glaube ich, gleich noch so dieser typische Fußabdruck, wie ich bin gesagt, die typische Bewegung eines Fotografen mit einem Stativ, sozusagen das, was für die Tennisschläger das Abklopfen der Schuhe mit dem Schläger ist, ist, glaube ich, für den Fotografen mit Stativ das, was du jetzt mal machst. Ja, genau, also wenn das Stativ erstmal so quasi lose auf dem Boden steht, dann lege ich eine Hand hier drauf und trete mit meinem Fuß einfach von innen gegen die zwei Beine, hinter denen ich stehe. Das dritte Bein im Übrigen, kleiner Tipp noch, das dritte Bein ist immer vorne und zeigt von mir weg und ist immer unter dem Objektiv. Gerade wenn ich mit langen Brennweiten arbeite, möchte man das dritte Bein genau unter seinem Objektiv haben, weil es da am meisten dämpft. Sehr schön. Also das Treten von innen gegen die zwei hinteren Beine sorgt dafür, dass die Beine jetzt nach außen gedrückt werden und die wollen ja wieder nach innen. Und wie gesagt, ein bisschen Spannung in den Beinen sorgt dafür, dass das Ganze stabiler steht. Kennt man sonst aus amerikanischen Krimifilmen, glaube ich, wenn der Zeuge oder der vermeintliche Täter dann so an die Auto gepresst wird und die Polizisten nochmal so die Beine so auseinanderklabbern. Aber da ist ja auch nichts mit dem dritten Bein, das irgendwie nach vorne. Ich bin wirklich erstaunt. Ja, ich will ja nur, dass die Leute es nicht merken. Und ich glaube, das sind so Sachen, die wird man entweder vergessen oder nie wieder und sich angucken. Abtasten ist aber ein gutes Stichwort, weil, wie gesagt, gegen die Beine treten, um diese Beinspannung zu erzeugen und dann, was ich eben vorgemacht habe hier, die Schlaufen von dem Dreieckstuch auch ein bisschen nach innen, also nach unten schieben, sodass sie versuchen, die Beine nach innen zu ziehen. So, und jetzt ist das schon wirklich sehr stabil. Vor allem, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, ich hätte jetzt auch noch die Spikes in den Boden gerammt, dann das ist das Optimum, was man machen kann. Und über diese Begeisterung dann bitte nicht das Fotografieren vergessen. Ne? Oh. Also noch ist kein Foto geschossen, aber die Voraussetzungen sind ideal jetzt geschaffen. Alles nur Vorbereitung für das perfekte Foto, genau. Und wie man das sonst noch so macht und wie man gerade auch mit kleineren Mitteln sowas dann erreicht, ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge, glaube ich, wieder. Hier bei Fotografieren für Faule mit, in diesem Fall, Dieter Bethke und Henrik Rasmann. Und tschüss.